Lichtenberg Reloaded, Kassel wird Athen und auch im Top geht's griechisch zu. Ein sehr herzliches Hallo an euch. Wir haben keine Kosten und Mühen gescheut und präsentieren euch den Sommer-News-Flash im neuen Studio. Es ist ein großes Jubiläum. Lichtenberg wird 275 Jahre alt. Der gute Mann gilt nicht nur als Begründer der Experimentalphysik, sondern war auch noch Astronom und Schriftsteller und bekannt für seine Aphorismen. Ein paar davon hängen bis zum 3. August an Litfaßsäulen in der Göttinger Innenstadt. Und natürlich ist es nicht verwunderlich, dass auch Künstler das Universalgenie mit ihrer Kunst würdigen. Bis zum 13. August könnt ihr die Ausstellung Lichtenberg Reloaded im Alten Rathaus am Markt besuchen. Hier zeigen 42 Künstler, was sie von Lichtenberg halten. Das sind unsere Eindrücke für euch. Was macht die anhaltende Relevanz und die anhaltende Begeisterung? In der Rede wurde von anhaltender Magie gesprochen. Was macht das aus? Ich glaube, wenn Sie Lichtenberg lesen, haben Sie das Gefühl, dass er gar nicht schon 250 Jahre tot ist oder 220 Jahre, sondern er hat eine sehr große Aktualität in Zeitfragen, in Menschenbetrachtung, in gesellschaftlichen Beobachtungen, die er uns heute auch immer noch inspirieren können. Und das hat ja auch dazu geführt, dass sehr, sehr viele Autoren, Literaten, bis heute Künstler sich mit Lichtenberg beschäftigt haben. Was verbinden Sie mit Lichtenberg? Ganz viele wunderbare Aussprüche. Also was mir besonders gut gefallen hat an ihm ist, dass er über den Tellerrand hinaus geguckt hat. Alle 5 Jahre ist es wieder soweit. Die Documenta in Kassel hat seit dem 10. Juni für 100 Tage ihre Pforten für Besucher geöffnet. In der Zeit könnt ihr euch die Werke und Performances von mehr als 160 Künstlern an 35 Orten der Stadt anschauen. Dieses Mal heißt das Motto von Athen lernen. Und zum ersten Mal in ihrer Geschichte wurde die Documenta zuerst in einer anderen Stadt, in Athen nämlich, eröffnet. Die Documenta ist die weltweit bedeutendste Ausstellung zeitgenössischer Kunst. Die Themen sind, wie man das so von zeitgenössischer Kunst gewöhnt ist, hochpolitisch und sollen anstoßen. Es geht zum Beispiel um Mechanismen von Gewalt, Zensur und die Fluchtthematik. Wir waren live bei der Eröffnung mit dabei und haben ein paar exklusive Einblicke für euch. Im Theater im OP geht es griechisch zu. Lysistrata ist eine Musical-Adaption der Komödie des griechischen Dichters Aristophanes. Während die Männer aus Athen und Sparta sich im Krieg befinden, entschließen sich die zu Hause gebliebenen Frauen, die Akropolis zu besetzen und in den Sexstreik zu gehen. Unter der Regie von Johannes Bondes und der musikalischen Leitung von Lukas Liebig wird das Stück zu einem Drama über die Opfer des Krieges. Für die Komik des Originals ist bei dieser Interpretation kaum Platz. Dennoch können wir sagen, das Konzept geht auf. Die Mischung aus talentierten Darstellern, kreativem Bühnenbild und aufwendiger Choreografie bereitet 70 Minuten gute Unterhaltung mit origineller Musikuntermalung. Wir waren bei der Premiere dabei und haben nach dem ersten Akt nach euren Eindrücken gefragt. Ich habe jetzt die erste Hälfte des Stückes gesehen und bin total geflasht. Da ist so viel Bewegung auf der Bühne, da passiert in jeder Ecke was. Das war jetzt ein durchgehender Moment an Impressionen, es wurde nur gesungen bis jetzt und trotzdem kriegt man alles mit, was so passiert und ich bin sehr gespannt auf die zweite Hälfte. Also ich finde die Show einfach atemberaubend, muss ich sagen. Ich hatte die ganze Zeit Gänsehaut, auch wegen der Texte von den Songs teilweise. Die Texte sind auch teilweise sehr, naja, sagen wir mal, unzensiert. Aber ich finde das eigentlich gerade richtig, weil die Spartaner waren ja so drauf und es ist schon sehr authentisch gemacht. Dann, ne? Und wie gesagt, Gänsehaut pur. Ich war die ganze Zeit am Zittern. Ich glaube, das Stück hat Aktualität auf jeden Fall. Dieses ganze Gender-Problem, was jetzt aufkommt, was die Leute ständig bereden, ich meine, das wird hier ja auch sehr stark thematisiert.
und diese Macht der Frauen über die Männer, Männer über die Frauen. Ich finde das schon sehr aktuell. Mir hat es bisher sehr gut gefallen. Ich bin kein großer Musical-Fan. Also normalerweise gehe ich jetzt nicht so unbedingt in Musical rein. Aber mir hat es insgesamt sehr gut gefallen. Gerade auch, wenn man überlegt, dass es halt ein Amateurtheater ist. Dafür war irgendwie Gesang, Musik und gerade auch, das sind selbstgeschriebene Stücke. Und dafür fand ich es echt teilweise echt tolle Lieder, bei denen man auch Gänsehaut gekriegt hat. Also fand ich super. Von daher, ich freue mich auf die zweite Hälfte. Bis zum 30. Juni habt ihr noch Gelegenheit, euch das Ganze selbst anzuschauen. Also liebe Zuschauer, genießt den Sommer, denn es gibt so einiges zu genießen. Und lasst euch nicht zu sehr von Klausuren und Hausarbeiten stressen, sondern schaut stattdessen nochmal unser Dias-Video an. Bis zum nächsten Mal, euer Univision-Team.